Leute, heute wird ein guter Tag, das weiß ich schon ganz genau. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Wir bekommen heute Besuch von jemand ganz Besonderem und darauf freue ich mich sehr, denn ich habe heute etwas ganz Spezielles mit unserem Besuch vor. Das wird ultra lustig. Und diese besonderen Sachen befinden sich in dieser Kiste, in die wir jetzt einmal hereinschauen werden. Aber erstmal will ich wissen, wann kommt endlich mein Besuch? Das kann doch nicht wahr sein. Hier gucken wir mal nach draußen. Izzy. Sag nicht, du hast die Klingel die ganze Zeit nicht gefunden. Lars, Izzy. Hi. Ja, hallo, ich bin da. Izzy, hör doch mal auf zu klingeln, ich bin da, hallo. Oh, schade, sie ist nicht oh da. Oh mein Gott, Lars, jetzt komm. Okay, also, Lars, du hast ja eine Wette gegen mich verloren, ne? Willst du den Leuten mal erzählen, was da passiert ist? Izzy, ich möchte nicht so gerne hier heute sein. Izzy, oh, du willst aber mich du quälen, musst das weiß ich ganz hier genau. sein, Lars. Du weißt genau, warum. Na, dann komm mal rein, Izzy, mein Guter. Okay, alles klar, ja, genau, mach die Tür zu. Du musst dann nämlich heute... Ja, danke schön. Ja, ich kann dich mal kurz rumführen. Also, hier ist meine Waschküche, also dein Schlafzimmer. Toll. Du kannst auf dem Bügeleisen so schlafen. Guck mal, kannst du so den Kopf aufs Bügeleisen legen. Voll bequem. Ja, das warm. Sieht echt gut aus, ne? Genau. Genau, dann geht's hier vorne, haben wir natürlich meinen Kamin, an dem man sich so ransetzen kann oder man legt sich ran oder wie auch immer, Hauptsache man verbrennt immer so nicht. Kalte Füße abends. Genau, kannst du ins Feuer legen und so. Hier habe ich meinen Fernseher, meinen kleinen Essbereich und meine wundervolle Küche und irgendwo müsste ich noch Kartoffeln haben. Perfekt, hier kannst du ein paar Kartoffeln haben. Aber Lars, danke. Darum soll es heute gar nicht gehen, denn du siehst hinter dir, dreh dich um. Ein Kühlschrank. Hier. Ein Kühlschrank und Wahnsinn. Da haben wir ganz viele tolle Sachen drin. Nein, haben wir nicht. Der ist nämlich leer. Ich habe gar nicht einkaufen. Der kann schon lange sein. Ich meine diese Kiste. Hör auf, die Kiste abzubauen. Das ist die heilige Kiste. Du weißt ja, du musst heute mein Diener sein, ne? Ja. Ja. Und das bedeutet, ich möchte dich aber nicht deinem Schicksal so überlassen, sondern ich möchte, dass du dein Schicksal selbst schmieden kannst. Nein, ich will nicht. Du kannst dir quasi aussuchen, ob du was Gutes oder was Schlechtes machen musst, Lars. Ist das nicht fantastisch? Ja, okay. Genau, komm mal wieder rein. Und zwar habe ich in dieser Kiste auf jeder Seite jeweils 6 Bücher vorbereitet. Insgesamt sind da 12 Szenarien drin. Jeweils. Darf ich mir das kurz durchlesen? Nein, darfst du. Okay, von mir aus. Lies es dir durch, genau. Also 12 verschiedene Szenarien. Und zwar jeweils ein gutes, welches sich auf der linken Seite befindet. Zum Beispiel Herz, Kuchen oder Fahren. Und ein schlechtes, zum Beispiel Sprengen, also Fleisch und Monster, ja? Monster ist schon schlimm. Monster wird schon sehr, sehr schlimm, genau. Und deswegen kannst du dir jeweils, ich nehme quasi ein Buch, ich nehme jetzt einfach mal hier okay, die beiden guck, raus. Ich nehme die beiden nicht, hier raus. Ich tue so, als würde ich Fernsehen gucken. Oh, so ein riesengroßes okay. Sofa. Und ich kann mir jetzt aussuchen, welches davon ich in meine linke Hand nehme und welches in meine rechte. Also hier kann ich jeweils switchen. So machen wir das, genau. Und jetzt darfst du aussuchen. Ja, das ist doch voll unfair. Ich weiß doch gar nicht, was welches ist. Du hast gesagt, ich darf es mir aussuchen. Okay, also, du musst raten halt. Du suchst jetzt einfach ein Buch aus und wir haben hier ein gutes oder ein schlechtes. Und jetzt sagen wir, welche Hand? Rechts oder links? Von dann mir aus gesehen, meine rechte oder meine linke? Hast du von dir aus gesehen? Ja. Dann nehme ich rechts. Oh, rechts haben wir. Warte mal, was wäre links gewesen? Links wäre gewesen Geschenk. Mache Easy ein Geschenk. Und rechts ist Küsse Easy die Füße. Los, küss mir die Füße. Küss mir die Füße. Küss mir die Füße. Küss mir die Füße. Ich stelle mich auf den Tisch, okay? Warte, ich stelle mich. Nee. Ich stelle mich hier auf die Theke in der Küche, ja? Das ist gut, wenn man sich darauf stellt mit den dreckigen Füßen. Ich habe heute übrigens noch nicht meine Füße gewaschen lassen. Los, küss sie. Ich probiere es. Okay, los, küss mir die Füße. Mmh. Oh, ist das schön. Ja, das ist okay, das war Nummer 1. Wir machen mal weiter. Ich suche mal hier die nächsten beiden raus. Wir haben einmal Fleisch. Wir haben erstmal Kuchen hier. Backe Easy einen Kuchen, wäre das eine Szenario. Und das andere Szenario wäre, dein Kuchen wäre grauenvoll. Iss selbst 5 Stück verrottetes Fleisch. So, okay, du darfst hier eins aussuchen, warte. Ich überlege, welches ich in welche Hand nehme ich und... Das mit den Füßen gerade so eklig, Izzy. Zack. Zack, okay. Also, jetzt darfst du aussuchen. Rechts oder links? Okay, dann nehme ich... Also, ich hatte jetzt eben rechts, dann hattest du... Dann denkst du jetzt, dass ich jetzt wieder rechts nehme, aber ich würde links nehmen, deswegen nehme ich links. Du nimmst links.
Ja, links, das okay. Das ist was Gutes, oder? Rechts wäre gewesen, backe easy einen Kuchen und links ist tatsächlich 5 Stück verrottetes Fleisch. Och, warte, ich muss mal kurz in meinem Keller gucken. Ich hab gar keinen Hunger. Ja, ich... Achso, dann geh mal eine Runde im Garten laufen. Ich hol dir kurz verrottetes Fleisch aus dem Garten, ja? Aus der Garage! Das wird dir ganz bestimmt schmecken, Lars! Wo bist du hin? Ich bin noch im Garten. Du bist im Garten? Achso, damit du was essen kannst. Okay. Genau. Also, die musst du nicht jetzt sofort essen, aber im Verlauf des Tages, bitte. Also so viele, wie du schaffst jetzt. Ich hab richtig Hunger. Achtung, ja? Okay, dann ist. Okay. Zack. Zwei. Zack. Okay. Okay, das war's. Das war's? Naja, okay. Okay, warte. Ich werde ja... Ich stinke jetzt. Ja, du riechst wirklich ein bisschen verrottet. Willst du wissen, woher das Fleisch ist? Das Verrottete? Nein. Das habe ich aus dem Grab, aus dem Grab eines Menschen. Das ist Menschenfleisch. Das ist Menschenfleisch! Nein, auf damit. Okay, nächste Aufgabe. Also, wir haben hier entweder Herz, baue easy ein Herz, oder Monster, kämpfe gegen das Monster auf dem Dachboden, und zwar mit der Hand. Welche Quest willst du? Wir hatten jetzt links, und du denkst, ich nehme jetzt wieder links, aber dann denke ich, dass du rechts nimmst. Also, was willst du jetzt haben? Ich rechts nehme. Deswegen nehme ich wieder links. Du nimmst links. Links ist Monster. Och, la. So, das kommt da wieder rein. Okay, das haben wir. Schwert oder sowas? Nein, du musst mit der Hand gegen das kämpfen, habe ich doch gesagt. Wirklich? Wir müssen jetzt erstmal auf den gruseligen Dachboden gehen. Oh Gott, Leute. Ich hab keine Angst. Hey. Ist da oben alles gut? Warte, ich esse noch mal kurz mein Brot. Ist der Zombie noch da? Da ist ein Zombie. Oh mein Gott, los, du musst kämpfen. Mit der Hand. Mit der Hand musst du kämpfen. Der steht direkt über mir. Wenn ich jetzt aufmache, dann kommt er runtergefallen. Ich mach zu. Oh mein Gott. Los, du schaffst es. Ich glaube an dich. Nein, muss ich dir helfen? Echt? Okay, warte, ich helfe dir. Okay, ich hab dir aber schon geholfen. Ich mach das. Ich bin ein männlicher Du schaffst Mann, das. Lars, los, let's go. Da ist noch ein bisschen verrottetes Fleisch, was er dir droppt. Hat er verrottetes Fleisch? Hier ist übrigens eine Kartoffel. Einfach nur. Danke. Oder ja, weil ich nett bin halt. Genau. Einfach nur, weil du es bist. Ja. Bitteschön. Okay, ganz vorsichtig. Okay, ich glaube, wir haben noch 2 verschiedene Aufgaben mit 2 verschiedenen Szenarien. Oder 4 ja sogar, denn, ne? Okay. Oh, nee, sogar noch mehr. Nächste Aufgabe: Garten oder Lied. Entweder kümmere dich um Easys Beet im Garten oder singe Easy mindestens 3 Zeilen eines Liedes. So. Ich habe aber keine 3 Zeilen eines Liedes. Oh, doch, habe ich. Ich habe was. Okay. Echt? Dann. Okay. Dann warte. Wir links oder rechts? Ene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene Mene Mac und Easy ist wack. Was? Ich nehme rechts. Rechts. Ja. Rechts ist Lied, Lars. Du hast es endlich mal geschafft. Lied. Juhu. Ja, wuhu. Okay, sing mir ein Lied. 3 Zeilen von einem Lied. 3 Zeilen von einem Lied, ja. Los. Boah, ich habe, glaube ich, keine 3. Kann ich auch ein bisschen weniger? Nein, du singst jetzt 3 Zeilen von einem Lied. Los. Und dann so singst du sie halt nochmal. Fischgang. Wir sind die Fischgang. Machen, was wir wollen. Egal, was du dir denkst. Darum. Komm uns lieber nicht in die Quere, oder? Ich weiß nicht. Denn sonst gibt es für dich heute keine Premiere, genau. Okay. Und dann, warte mal, wie ging mein Text nochmal? Ratatatata, ich lasse das Fische regnen. Besser ist für dich und für Berlin zu begegnen. Hey, Applaus! Wuhu! Sehr schön, Lars. Boah, mehr weiß ich gerade wirklich nicht. Okay. Weiter geht's zum Text. Sehr gut. Danke. Hast du toll gemacht, mein Diener. Okay. Okay, nächste Aufgabe. Wir haben zum einmal Springen. Springe für Easy 3-mal vom Dach. Das ist bestimmt eine tolle Aufgabe für dich. Oder fahren. Fahre mit Easy eine Runde um den Block. Okay, die Quest beginnt jetzt. Welches willst du? Welches Buch? Links oder rechts? Okay, warte, ich hatte jetzt die ganze Zeit links. Dann denkst du wahrscheinlich, dass ich rechts nehme. Nee, da hatte ich rechts genommen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ich nehme links. Aber ich werde wieder links nehmen. Du nimmst links. Okay, warte, links ist springen. Springe für Easy 3-mal vom Dach. Herzlichen Glückwunsch, Lars. Ja. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Warte, ich zeig dir, draußen ist ein Weg. Draußen ist ein Weg. Okay, komm mit. Hier so, zack, müssen wir nach oben, genau. Der Weg befindet sich hier über das Trampolin nach oben. Ich spring mal mit hoch. Ja, du musst rauf. Du musst schon rauf. Okay, so, genau. Okay. Dann musst du hier nach vorne. Dann bist du nämlich auf dem Block hier. Dann gehst du hier lang. Dann gehst du da hoch. Dann gehst du hier hoch. Kommst du hoch. Es hieß, dass ich vom Dach springen soll und kein Parcours. Du musst jetzt 3-mal vom Dach springen. Und dann wieder runter. Du kannst aber auch, wenn du schlau bist, dann hast du eine Idee, was du machen kannst. Lars, ich hab's den Leuten gerade gezeigt. Spring vom Dach. Ich kann ins Wasser springen oder ich kann aufs Trampolin springen. Ja, genau, los. Yeah, perfekt, Alter. Nummer 1. Ja, das ist ja voll cool. Ja, ich weiß, es ist echt cool. Ich spring mit vom Dach. Ich dachte eigentlich, dass du dir wehtust bei der Aufgabe, aber naja. Okay, Nummer 2. Zack. Yay.
Oh, das ist der zweite Sprung gewesen. Guckst du mir zu, guckst du mir zu? Ja, ich springe selber. Ich guck dir aber nebenbei zu. Und ich habe dreimal gesprungen. Und los! Ohne hinzuschauen? Oh. Au! Oh mein Gott, ich hab's aber geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin genau auf dieser Kante hier gelandet. Okay, bist du bereit für deine letzte Aufgabe, Lars? Nein. Komm schon, sei bereit. Okay. Ich bin bereit. Bist du bereit für deine letzte Aufgabe? Deine letzte Aufgabe, das ist die schlimmste Aufgabe von allen, das kann ich dir schon mal sagen. Weil beide sind irgendwie nicht so positiv. Also, Hausaufgabe Nummer 1, genau. Aufgabe Nummer 1 ist, adoptiert gemeinsam ein Haustier. Ja, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Was wollen wir da machen? Und Aufgabe nach ein Haustier adoptieren. Und Aufgabe Nummer 2 wäre, mache einen Klingelstreich bei Isis bösen Nachbarn. So, was wollen wir tun, Lars? Okay, du musst die Bücher in die Hand nehmen. Okay, ja, ich hab die Bücher in die Hand genommen, ja. Okay, also, jetzt haben wir es. Jetzt muss ich nämlich Trick 17 machen und zwar frage ich nämlich hier den. Nicht Trick 18? Du bist so doof. Okay. Also, der Mülleimer sagt, er nimmt rechts. Rechts, okay. Rechts ist Nachbar. Mache einen Klingelstreich bei Isis bösen Nachbarn. Alles auf. Wie oft hattest du jetzt das Gute und wie oft das Schlechte? Okay. Das war ein blöder Mülleimer. Ich hab einmal was Gutes gehabt. Echt mal, ich schmeiß da jetzt nie wieder was rein. Okay. Du hast einmal hast du was Gutes, das stimmt. Okay, komm, Lars. Okay, wir müssen jetzt zu unserem Nachbarn. Aber ich sag dir schon mal, der Nachbar, der ist echt nicht besonders nett, ja? Also da würde ich mich ein bisschen wie heißt denn das? In Acht nehmen, nicht in Angst nehmen. Nimm dich in Acht. In Angriffsposition gehen. Der wohnt da vorne, genau. Geh in Angriffsposition, los Lars! Nimm dein Schwert in die Hand. Oder hast du eine Kartoffel als Waffe? Ich hab nur eine Kartoffel. Ja, achso, ich dachte, der steht hier, aber das ist sein Brivecasten. Das ist sein Brivecasten. Er wohnt da in dem Haus und ich gehe da ganz sicher nicht rein. Der Typ heißt Bernhard Bösewicht. Da vorne ist seine Klingel. Du musst einen Klingelstreich machen und die Tür öffnen, wenn du dich traust. Oh nein. Okay? Bleib du in sicherer Entfernung. Okay, ich bin hier. Ich bin hier. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Erst klingeln. Ich klingel mal bei Bernhard Bösewicht. Und dann brich ein. Ah, da ist er sogar! Lars, da ist der Nachbar! Raus mit dir! Nein! Was macht er? Lars? Izzy. Alles gut? Ich renn durch den Hintereingang aus. Oh mein Gott, verfolgt er dich? Ladies and Gentlemen, das war's mit dem heutigen Part von Minecraft. Lars ist mein Diener. Oh yes, das hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wenn ihr nochmal eine Folge sehen wollt, wie Lars mit mir einen Tag dient, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!